Schöner kann man eine Botschaft nicht in die Welt singen. Mit ihren Liedern »Menschen haben Rechte« und »Kein Kind braucht Krieg« haben Schülerinnen und Schüler der Bonifatius-Schule in der vergangenen Woche ausgedrückt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: das Recht auf Frieden. Bei Krieg gibt's niemals Sieger, das weiß doch jedes Kind. Und er denkt, er kann gewinnen, er wird bestimmt. Mit einer kleinen, aber feinen Veranstaltung erinnerte die Stadt Mahl auf dem Kreher Platz an die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 75 Jahren am 10. Dezember 1948. Eröffnet wurde zudem eine neue Bannerserie am Rathaus Bauzaun. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So heißt es im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung erinnerte Bürgermeister Werner Arndt an dieses bedeutende Thema. Die Texte sind sehr aussagekräftig und eigentlich kann man sich dann seine Worte als Bürgermeister fast sparen, wenn man aufmerksam zuhört, was die Kinder uns als Botschaft mitgeben. Im Rahmen der kleinen Feierstunde eröffnete Bürgermeister Werner Arndt auch die neue Aktion in der Stadtmitte. Unter dem Motto »Mahl hat keinen Platz für Rassismus« zeigen jetzt 25 bunte Banner eine eindrucksvolle Menschenkette auf dem Zaun der Rathausbaustelle. Schon im letzten Jahr waren die Motive von mehr als 100 Gruppen der Stadt zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus entstanden. Die Kunstwerke konnten bereits in einer Ausstellung im Mahler Stern bestaunt werden. Und nun sind sie als Plakate an zentraler Stelle für alle zu sehen.